Folge Nummer 3 von Beauty and the Nerd. Die letzten beiden Folgen waren einfach katastrophal. Da war so viel Beef, es war einfach geil, okay? Und heute Folge Nummer 3. Mal gucken, was alles passieren wird. Lasst ein Like und ein Abo und wir gehen direkt rein ins Video. Ich habe schon seit ein, zwei Tagen beobachtet. Mit wem redet sie am meisten? Wen schaut sie so am meisten an? Oh krass, Digga, die analysiert ja alles. Wenn du in der Gruppe irgendwas Lustiges sagst, bei wem schaust du hin und guckst, ob er lacht? Aha, also welcher Bube ist Herzkönig? Ich würde sagen Mike, Kilian und Colin finde ich ganz gut. Okay. Ich muss sagen, ob es einer von denen ist. Kilian, Colin? Ja, also ich finde alle sympathisch. Also ich habe da jetzt nicht, wo ich jetzt sagen muss, so, auf den stehe ich jetzt oder so. Ja, festlegen tun wir uns sowieso nie. Ne, das ist natürlich. Also aber die völlig falsche Zahl beim Dating ist 1. Wir legen uns doch nicht auf einen fest. Nö, nö, nö. Also ich bin ja nicht so. Ja, ich gucke mir von außen her, aber ich bin aber schon, wo ich auf den Charakter gucke. Ich finde einfach alle sympathisch, ne? Wie auf alle anderen Arten. Ich meine da nur vom. Voll die süße Antwort. Also voll süß so. Ich finde alle sympathisch. Dings vom optischen her. Wir können sowieso nie beim, ja, beim Flirten oder beim Typen aussuchen kannst du ja nie direkt den Charakter sehen. Du musst erstmal gucken, wer sieht ganz gut aus. Und dann kannst du dich ranpirschen und mal gucken, ob der Charakter Schrott ist oder gut ist. Hopp oder top. Aha. Ich kann Joel auf jeden Fall helfen. Before you came around. Schwer zu sagen, er sitzt gerade in Hörweite. Ich liebe das, dass Frauen sich einfach mit Blicken austauschen. Wir müssen nicht mal ein Wort sagen. Wir sind so, ja, Wow, Intelligenzbestie. Ich fand es auf jeden Fall gut, dass die, sag ich mal, mir da so Tipps gegeben hat, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so extrem umsetzen würde. Ja, die sind ja auch alle selber ein bisschen schüchtern. Du musst dir immer denken, ja, Männer haben selber so ein kleines Selbstbewusstsein. Ey, yo! Warum redet sie uns so schlecht? Jeder Mann würde sich glücklich schätzen, wenn sie einfach nur Interesse zeigen würde. Und das ist aber ehrlich so, ne? Ich sag so, wie es ist, ne? Es ist aber ehrlich so, wenn ein Girl auf den Jungen zukommt, Digga, das punktet so crazy. Weil ich habe immer das Gefühl, dass in der Regel das so ist, dass die Jungs immer auf das Girl zugeben müssen. Und ich sag, ey, ich kann sowas nicht. Ich kann das nicht. Jetzt die Challenge gewinnt das Team, dessen Nerd die meisten Songs richtig betitelt. Wir werden jetzt unsere Gehirnzellen verlieren. Ja! Eine Sache. Yo, warte mal. Kommt jetzt Käfer und so runter? Das wäre todeseklig, wenn jetzt gleich Käfer kommen. Der Blick von Linda sagt schon alles. Sie hat gar keinen Bock. Sie weiß schon, was kommt. Wäre da noch die Dachluke. Hierdurch bekommen die Beauties eimerweise Bewegungsansporn. Und zwar in ganz vielfältiger und faltiger Form. Die muss Geste, richtige Gestik machen. Die Kopfhörer sind cool aus. I don't know. Oh. Das ist eklig. Die Arme, Alter. Irgendwas schreiben. Ja. Ich sag ehrlich, ich glaube nicht, dass. Guck mal, ich hätte es auch niemals erkannt. Ich bin ja allgemein kacke in sowas. Aber ich glaube. Ich glaube, das nützt sowas. Das ist doch viel zu schwer, oder? Pray for money? I don't know. Ich hab Spaß. Du Los durch die Nacht. Das schafft keiner. Gar nichts ein. Ich hab keine das schaffen Ahnung, die nicht. Das ist viel zu schwer. Tina, es wird niemand erraten. Es wird niemand erraten. Das haben sie viel zu schwer gemacht. Die armen Tiere, Re-Rap, ja. Irgendwas mit Schwimmen? Ich weiß es nicht. Atemlos! Nee, Pia! Nee, der hat's gehört irgendwie. Kannst du mir erzählen, was du willst? Wie weiß er das? Sound above my hair. Ugly. Spaghetti. Weinst du? Ein bisschen schade um das Essen, ne? Spaghetti war bestimmt lecker, aber. Barbie Girl! Der hört die Schummeln doch! Die gewinnen das, das war's. Die kriegen den ganzen Hass wieder von allen Leuten auf sich gezogen. Barbie, let's go, Barbie! Ich hab keine Ahnung! Barbie! Hier! Haare, lange Haare! Boah, der wird sauer. Oh nein, der wird sauer. Oh nein. Ich hab manchmal so einen anderen Eindruck, dass er denkt, keine Ahnung, dass wir jetzt irgendwie dumm oder so. Ich singe halt übel gerne Lieder. Oh nein, das Temperament. Halt nicht
den Titel, sondern... Ja, ich fühle das. Ich merke mir auch nie den Titel. Ich kenne den Song, ich kann ihn mitsingen, alles, aber den Titel, keine Ahnung. Komm, shake it up, shake it up. Shake it off, shake it off. Er ist nah dran. Das ist Shake it off, Taylor Swift. Oh, shake it up. Sind wir durch? Ja. Fand das für mich heute eine Glanzleistung. Das war gut, das war gut. Wie ist der Gang? Oh, der, oh, das wird, oh nein, die, guck mal, die leidet so sehr und er wirkt aber so emotionstot, der Bre. Hast du was richtig gehabt? Keine Ahnung, ich hoff's. Ich sag, es juckt ihn halt einfach gar nicht. Ja. Müssen wir jetzt einfach sehen. Ich hab jetzt einfach. Er hat nicht so viel Empathie. Boah, er kann das nicht, scheiße. Das könnte alles möglich sein. Meine Haare. Meine Wimpern. Katastrophal. Dafür glänzt es aber schön. Ich habe jetzt wirklich ausnahmsweise mal Mitleid ein bisschen. Ich sag ehrlich. Als erstes steht eine Challenge an. Mit dem geschmackvollen Namen Cannibal Lecter. Okay, neue Challenge. Nein, Cannibal Lecter. Keine Angst, niemand wird gefressen. Ihr knabbert nur an euch herum. Oh. Okay. Oh nein. Oh oh. Fuck. Das wird nasty. Da snacken wir uns von unseren heißen Körpern runter. Ja, brennt heiß. Geil. Erkennt an meinem Sonnenbrand. Die Teams müssen sich nämlich nicht nur gegenseitig Köstlichkeiten von den Anzügen beißen. Digga, die Aubergine sehen ja voll tot aus. Sondern sie auch erkennen, benennen auch und erkennen. Abspeichern können. Okay, Leute, nächstes Game. Wir sind ready. Es gibt ja auch Weichteile. Das ist schon sehr schwierig, gerade wenn man... Das sei jetzt gerade wirklich, Aubergine ist das, hier. Hau, beiß mal hin, beiß weg. Schnell, 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 egal. Friss einfach. Komm. Der, also, Digga, das sieht so sass aus alles, ne? Komisch aus wieder. Bro! Hä? Bitte, was passiert hier? Guck mal, wie das aussieht. Ich hab den falschen Moment gestoppt. Es tut mir leid. Nein. Oh, es wird nicht besser. Oh mein Gott. Die Banane aufmachen. Banane? Nicht bewegen. Alles gut. Die Banane dürfte ziemlich enttäuschend. Bro, was? Die war so hart und so. Oh nee. Also ich denke mir so, wenn du so oder so nicht weißt, was das ist. Warum dann essen eigentlich? Weißt du, du würdest doch eh nicht erraten. Durian ist Kotzfrucht. Ah. Gib ich meinen Hunden, ist das euer Ernst? Das ist eine Sardine. Darf er das sagen? Der Trockenfisch stammte nicht aus der Familie der Heringe. Ich wusste es auch nicht. Ey, keine Ahnung, was denn eine Sardine und Forelle getrieben haben. Was ist irgendwas? Ja. Ich mag das nicht, ich kann das nicht essen. Das ist einfach. Nee, ich guck's aus, ne? Nein, nein, nicht das gucken. Das ist lecker. Das ist lecker? Ja. Ananas? Ja? Guck mal. Lass mich helfen. Boah, das ist so scharf. Also meine Rechtschreibung ist absolut nicht die beste. Die ist okay, aber auch nicht die schlechteste, denke ich. Da sind noch andere Beauties hier im Haus, die sicherlich schlechter schreiben wie ich. Zwiebel, ja? Ich weiß nicht, ob das Z richtig geschrieben ist. Ist Z so geschrieben oder so? Ich darf dir nicht helfen. Hä, ist doch richtig. Kannst du mir helfen? Ich darf nicht, Buchstab 4. Frische Bohnen. Das war's. Aber die haben echt gute Punkte, glaube ich, so wenn ich so gucke. Zwiebeln, Zwiebel. Ich denke schon, dass ich da einiges richtig habe. Glaube. Wie sah das gestimmt? So okay. Auch nicht. Frische Drachen. Frische Drachen? Frische Drachen. Sorry, das ist sogar viel zu nett. Das ist einfach frische Drachen. Nee, Achso, er hat frische Bohnen geschrieben und hat sogar das S vergessen. Ah, ich habe Drachen gelesen. Ich dachte, das ist ein D. Aber true, Bohnen sind das. Aubergine, okay, den Punkt, ja, okay. Aber frische mit, Bro, hä? Aubergine. Ja, aber kann man, vom Wortlaut kann ich verstehen, dass man es falsch schreiben kann, okay? Zurück in der Villa plagen Joelle akute Challenge-Verdauungsprobleme. Salvos Reaktion liegt dir schwer sie im wird, Magen. Sie wird komplett geflammt von Salvo, Alter. Zwei verfickte Sachen regt er so auf. Oh, oh nein, die Arme ist jetzt am Weinen. Sie hat aber, man muss auch sagen, sie hat einen schweren Partner an der Seite, ne? Das ist so schwierig, mit dem man so auszukommen, der halt so oft negativ ist. Verständlich. Minze! Das hab ich echt von dir erwartet, es sind immer andere das ist Schuld. Schwäche, die wir haben.
ist ja klar, dass er ein Gegenteil von mir ist, aber mit so welchen Menschen? Schrecklich. Oh. Die Situation zwischen Cyber und Joel ist ein Pulverfass. Komm mal her. Cyber ist vom Charakter her ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Joel ist aber etwas anderes. Joel kannst du nicht dadurch motivieren, dass du sagst, du warst jetzt schlecht. Was ist denn los, Leute? Was ist das denn? Ja, also deine Art ist halt mit jetzt einem Teamkameraden nicht immer unbedingt die beste. Warum knabbert er immer an seine Fingern rum? So ein bisschen negativ, ein bisschen zu sehr Sport anspornen. Es muss mehr auf gleicher Augenhöhe sein. Es ist unglaublich. Er ist echt kacke teilweise. Und ja, sehr, 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 sehr große Herausforderung für mich hier. Die Kraft zu haben, dauernd, durchgehend die Ruhe zu bewahren, jederzeit gegenüber meiner Nerdin, weil die sehr sensibel ist. Es ist ein komplett andere Welten, aber man muss ruhiger bleiben. Ich kann Dre so eingebildet sein. Warte mal, Dre ist das gar nicht, dass Salvatore eingebildet ist. Es ist ein viel mehr Verständnis haben, weil wenn du auch so negativ bist, dann fällt es auch schwer, dann noch. Aber ich finde es cool, sein, weil man sich dann halt auch ein bisschen. Dass Kilian jetzt an ihrer Seite so ist. Klein gemacht fühlt. Sobald du ein das wird ein paar sagst, irgendwann. Ist vorbei. Also das ist schwierig, sehr schwierig. Manche Aussagen, die du einfach triffst, finde ich einfach nicht okay. Das Ding ist, ich komme vom Kontaktsport, ich stehe da allein im Ring. Entweder du gehst da raus als Gewinner oder als Verlierer. Da wird Gas gegeben und da wird der Gegner platt gemacht. Aber pass doch trotzdem auf, was du einfach sagst. Das tut mir auch sehr leid. Also ich will dich auch nicht weinen sehen. Das tut mir weh, wenn ich dich weinen sehe, weil das ist ja nicht Sinn der Sache. Das wünsche ich mir einfach nicht für uns. Was meint ihr, wird Salvatore aus seinen Fehlern lernen oder nicht? Ich habe meinen leiblichen Vater seit 12 Jahren nicht gesehen. Der hat mich mit 16 Müllsäcken vor die Tür geschickt und dann tschüss. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Oh, das ist krass. Deine Mutter, wo war die? Die hatte Krebs. Das ist gerade so schade. Weil wenn unser Verhältnis gut wäre, hätte ich ihn angenommen. Boah, ich finde das voll schlimm. Als sie das dann sagte, hatte ich dann irgendwie total so schlechtes Gewissen. Irgendwie total Herzschmerz dabei, weil ich auch Mitleid empfunden habe und ich auch gesehen habe, wie emotional sie das macht. Kim, ich vertraue dir jetzt einfach, dass du jetzt gerade auch wirklich ehrlich ist. Ja. Dann, ich schwör, dann tut es mir leid. Ich habe mich so ein bisschen emotional geöffnet gegenüber Babu hauptsächlich und Linda saß da auch. Und Linda hat das einfach dann als Opener genommen, mit mir irgendwie dann ein tieferes Gespräch zu starten. Das ist die Sache. Manchmal so deine Show, deine Sachen, ich weiß manchmal nicht, was ist was, was ist hier. Ist unabhängig. Ich weiß das aber nicht. Ich mag sie doch eigentlich. Was, die ist voll cool und ich will auch nicht, dass sie fliegt. Ich will, dass sie hier bleibt. Währenddessen ich wieder nach da sitzen und uns deswegen wegen irgendeiner dummen Sache streiten wollen müssen. Du lässt mich Das ist ja crazy. Wie oft hast du zum Beispiel, als du Lakaien zu mir und Pierre gesagt hast, habe ich irgendwas gesagt? Aber da weißt du selber, das war ein Witz. Aber nein, aber selbst da hast du gesagt, da habe ich sogar mit Pierre zusammen Witze gemacht. Ich meinte nur Pierre. Mhm. Ohne Witz, ich habe echt mit Kim darüber Witze gemacht, dass sie unsere Lakaien sind. Ja, du bist einmal, guck mal, das ist genau. Nein, bitte, ihr hattet euch doch gerade vertragen. Chill doch bitte. Das, was ich dir die ganze Zeit sage, lerne manchmal Mund zu halten. Oh oh. Alles gut, du hast recht, Linda, sorry. Das nervt mich. Alles gut, du hast recht, Linda, sorry. Dass dieser Mann mich immer wieder in die Pfanne haut. Ey, Bro, der ist schwarz, Mann. Und anstatt einfach die Klappe zu hauen, weil er mein Partner ist. Das sehe ich bei niemandem und nur bei mir. Ich finde, der ist sehr loyal. Du hast gar keine Ahnung. Das Problem ist, du hast keine Ahnung, Kim. Weil du oh jetzt. Oh nein, GG, wirklich. Ja? Aber du hast keine Ahnung, weil du nicht in der Situation bist. Aber warum gehst du immer so in Diskussionsmodus? So bin das ich. Ist doch gerade Austauschmodus. So bin ich, genauso wie du auch in Diskussionsmodus mit anderen. Also, Kim ist echt am Chillen gerade, ne? Ich weiß, dass es sich bei mir triggert. Und dass es vielleicht etwas mich triggert's gar nicht. Aber also, es ist meine Art, wie ich rede. Es tut mir leid, wenn es jetzt. Nein, es tut mir leid, wenn es jetzt gerade. Digga, warum, Linda? Warum? Für dich scheiße. Ich bin voll am Chillen. Und dann ist es leider eskaliert. Ich schwör's dir, du bist für mich überhaupt nicht wichtig. Ich check's auch gerade gar nicht, Bro. Hä? Woher? Warum? Dann stopp. Aber ich hatte den Eindruck, dass du versucht hast, so ein bisschen dann über den Tag hinaus dann mit mir zu reden. Dann red nicht mit mir. Und das war dann so, stopp, dann lass wenn es. Das nicht so war, dann ja, Linda, sorry. Dann lass es. Ja, besser. Ja, gell? Passt doch, ne? Perfekt. Finde ich auch richtig gut. Eben hieß es doch, eigentlich mag ich sie ja. Und jetzt so.
Die streitlustige Linda zu meiden, dürfte dem Wohlbefinden vorerst zuträglicher sein. Das ist alles so stressig da, ne, sag ich ehrlich. Warum hat sie eigentlich zwei Augenbrauen? Warum meint sie sich extra nochmal welche? Ich bin verwirrt. Hey, Schatz. Okay, nein, hör auf. Jetzt weint sie. Schatz. Ist schon anstrengend, glaube ich, mit Linda. Scheiß drauf, Mann. Dann hat die Kim halt angefangen zu weinen und dann tat mir das natürlich mega leid. Dann war ich erstmal so ein bisschen geschockt. Warum reicht es nicht, dass ich mit ehrlichen Intentionen an Menschen rangehe und Facetten habe? Ja, ich bin manchmal lauter, ich bin manchmal leiser, ich bin manchmal... Weißt du, ich weiß, jeder kommt nicht damit klar, aber warum wollen mich Menschen wirklich aktiv bekämpfen? Das verstehe ich nicht von Linda, wirklich. Also, seid ihr auch so verwirrt wegen den Aktionen von ihr? Also, ich check das nicht. Dass deine Punani stinkt. Sie hat gesagt, dass jeder über dich hergerutscht ist. Also sowas sagt man nicht. Würde sowas jemand zu mir sagen, Junge, ich würde nie wieder mit ihm reden. Bitte überdenke, was du gesagt bisschen hast. Bisschen Mitleid zeigen und schon ist dieses Mädchen eine kleine... Für was komm denn? Komm mal her, bitte. Für was denn? Wirklich. Kim hat hier gerade ihr Herz ausgeschüttet, hat erzählt von ihrer Vergangenheit. Ich habe auch schon mein Herz ausgeschüttet. Jetzt hör mir auch mal zu. Ja, ich hat hier gerade ihr Herz ausgeschüttet von ihrer Vergangenheit und sonst irgendwas. Ich habe nicht das ganze Gespräch mitbekommen. Ich habe echt Schmerz gehabt für sie. Habe ich immer noch, ehrlich. Sie hat das einfach nur als hübschen Übergang genommen, meine private Story. Die hat das einfach genutzt, um ihre ganzen Psycho-Balla-Balla-Sachen, die sie die ganzen Tage in ihrem Kopf angefressen hat, bei mir einmal abzuladen. Ich merke halt, dass mein gutes Herz mich manchmal wirklich in Probleme bringt. Und erneut bin ich wieder in diesem... Kommt sie jetzt wieder runter oder kommt sie in ein weiteres Konflikt? Das ist hier die Frage. Die Falle, die sie legt, gefallen. Es gibt sehr viele Beispiele, wo du... Gutes Herz, wo? Ist ja echt so. ...einfach nur aus dem Nichts ein Messer rausziehst. Ich glaube, ehrlich gesagt, du suchst einfach nur Sendezeit. Aber guck mal... Das ist genau das ist genau das. Heute kam dieses Gespräch. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt. Nein, ich will einfach nicht mit dir reden. Doch, weil du einfach eine falsche Schlange bist und du wirst immer eine falsche Schlange bleiben. Okay. Aber weißt du was, auch kannst du bitte aufhören mit mir zu reden? Jesus liebt dich, Schatz. Kannst du bitte aufhören mit mir zu reden? Jesus und Gott, wir lieben dich. Katastrophe, wirklich einfach nur Katastrophe. Also die beiden sollen... Friedensmission gescheitert, ja, komplett. Allgemein dieser ganze Streit zwischen ihr und Linda, Digga, wirklich. Der ist so unnötig. Linda übertreibt so hart die ganze Zeit. Pack dir dein Mädchen jetzt und ich werde dir versprechen. Colinda, wie sie da sitzt, wie so ein Boss, Alter. Ich werde mich gegen Kim von meiner Seite aus neutral verhalten. Einfach weil ich dich respektiere. Sollte es ein Vote geben. Sie werden wir noch nach Hause. Ich höre dir gerade gar nicht zu, weil ich weiß, dass das, was du sagen würdest, mich sowieso verletzt. Okay. Aber das ist ja das, was mir so weh tut. Weil wir eben so eine starke Bindung haben. Und auch deswegen auch so ein starkes Team sind. Es wäre letzten Endes egal, mit wem er sich verbunden hätte. Diese Stärke von Team hätte es nur in Verbindung mit uns beiden geben können. Und ich gehe. Nein. Doch, jetzt ich jetzt hör dir das bitte an. Nee, bei Pierre, hier geht es nicht um dich. Es das geht ist genau um der mich. Punkt. Es geht um dich und ich möchte dir... ich möchte es aber gerade nicht hören. Okay. Dass er das aber so mit Füßen tritt, tut mir weh. Ja. Also, und ich sag, Pierre wollte sie nur trösten und jetzt geht's so, hä? Nö, jetzt wird Salvo philosophisch. Ich erwarte nicht viel im Leben, weißt du? Treue, Respekt, Loyalität und jemand, der mich nicht stresst. Ich will einfach eine Frau haben, bei der ich auch bleibe, weißt du? Die einfach so stark so das ist, dass ich auch weiß, ich mach keinen Scheiß. Ja. S-O-S. Frauen sind wie Milch, Männer wie Wein. Nein. Ist doch so, oder nicht? Das ist genau wie der Spruch damals von Monte, Frauen sind wie Hunde oder so. Digga, das kannst du auch nicht bringen. Sag ich ehrlich, kann man nicht bringen. Weiß ich nicht. Das ist schon eine Beleidigung für eine Frau. Das wird ein Shitstorm. Weiß ich nicht. Voll der Macho-Show, wie ich schwöre. Huiuiui, der hat eine Einstellung, die ist ja wirklich wowsen. Eine wowsen. Frau ab 21 bis 27. Ja. Ist die wertvollste Zeit, die eine Frau hat, wo sie alles kriegt und erreichen kann auf ihrer Welt. Der sagt 21 bis 27 ist die Erreichbarkeit dieser Welt. 26 würde ich sogar fast sagen. Ich meine einfach, 30! Ja, ja, ich sag ja einfach so, wie es ist. Wir sind genauso fassungslos. Also, wer den als Beziehung nimmt oder irgendwie als Mann, den man an seiner Seite stehen hat,
Ja, gute Nacht. Bei dir ist doch nicht zu spät. 28. Nein, du warst 26. Ich bin 28. Ja, auch 28. Schon fast vorbei. Auch schon fast vorbei. Eben siehst du noch 26, ist vorbei. Bei mir ist auch schon vorbei, ich bin 27, also. Ja, wohin mit dir? Deine Zeit tickt nach hinten los. Deine Zeit tickt. Habe ich selten jemanden gesehen in letzter Zeit, der so Pascha-mäßig unterwegs ist. Ein Mann wie ich, ja? Ein Mann wie ich. Wow. Oder allgemein Männer, die 30 Jahre alt sind. Die Katze. Die wollen keine 35-jährige Frau daten oder sowas. Das interessiert. Jo, er pauschalisiert aber sehr stark hier. What? Ich gar nicht mehr. 35, sag, ah, alles klar, schönen Abend dir noch. Ciao, ich dreh mich um. Das ist so quatschig. Was soll ich mit einer 35-jährigen Frau anfangen? Vielleicht in seiner Macho-Welt. Vielleicht da. Ganz andere Charakterzüge könnten gleich zum Vorschein kommen. Denn jetzt steht die nächste Nominierung an. Die Nominierung kommt jetzt. Okay, wir gehen rein. Okay, es kommt jetzt drauf an, Leute. Es kommt drauf an, wer rausfliegt wieder. Ich bin sehr gespannt. Wie sehen ihr die Teams? Linda und so ist ja safe, ne? Ich glaube nicht, dass Kim rausfliegt. Ich glaube, Kim hat super viel Sympathiepunkte gesammelt. Wir haben uns bei der Nominierung... Die vier können rausfliegen. Kann Kim überhaupt rausfliegen? Ah, ja. Sehr stark diesmal auf die Punktetafeln einfach konzentriert. Okay. Und auf die Leute, wo wir das Gefühl hätten, dass wir da in der Exit-Challenge oder generell in Challenges vermutlich die härteste Zeit gegen haben werden. Kennen wir auch safe? Ah, oh. Trauen tue ich hier trotzdem nicht. Also. Die Platte haben wir ja schon 100-mal aufgelegt jetzt, oder? Ich würde aber gerne noch ein paar allgemeine Worte verlieren an dich, Sal. Ah, oh. Ich muss sagen, das Frauenbild, was du hast, gefällt mir nicht. Verständlich. Frauen, Frauen sind wie Milch, Männer wie Wein. Ist doch so oder nicht? Männer? Ist doch so oder nicht? Ja, naja, ist so quatschig. Und da sind halt sehr, sehr viele solche Aussagen so getroffen quatschig. Worden. Sie wollten mir meine Männlichkeit wegnehmen, ja, in jeder Hinsicht. Sie wollten mich kaputt machen, sie wollten mich zerstören. I love you, Salvatore. Alles gut, sei frauenfeindlich, Beste. Von wem können sich Shelly und Salvatore Sam kommen raus. Wir brauchen anderen Beauty und eine andere Nerdin. Also ich habe nichts gegen sie, aber Salvatore ist echt komisch. Bei uns ist die Wahl krasse Red Flag. Ende, auf Salvatore und Jael gefallen. Oh, und wieder. Das hat einfach den Grund, weil, dass ihr, glaubt, mit euch beiden ja einfach bisher am wenigsten, glaube ich, zu tun hatten. Groß. Tschüss, Salvatore. Mach's gut. Und ja, deswegen haben wir bye, bye. Tschüss, Salvatore. Komm, brauchst mehr Stimmen, sei einfach so, tschüss! Du mit deinen krassen, feindlichen Frauen, bitte. Ja, mir gegenüber, so habe ich es angefühlt. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt dabei. Dann sei ihm Erholung gegönnt und Joel übernimmt. Oh oh. Mir ist es auch schwer gefallen, jemanden von euch überhaupt zu wählen. Und deswegen, weil wir auch, also ich, wenig was mit Sam jetzt zu tun hatte, habe ich dann gesagt, fliegen. Dass wir Sam und Sally wählen. Es kommt gleich darauf an. Linda und Pierre, bitte. Aus taktischen Gründen haben wir jemanden gewählt, der uns gefährlich im Haus werden könnte. Aber man muss auch überlegen, ganz kurz, Salvatore macht halt einfach 0 Punkte gefühlt jede Challenge. Er ist jedes Mal letzter. Also er ist keine große Konkurrenz. Der hat nur ein sehr weirdes Weltbild. Und nach uns wahrscheinlich auch das stärkste Paar im Haus ist. Also haben wir uns leider für Nelly und Mike entschieden. Oh, krass. Ich glaube, ich muss nicht betonen, dass wir alle wissen, dass wenn wir zur Auswahl stünden, wir auch gefährdet wären. Ich fühle mich jetzt hier nicht schlecht, weil man mich nicht wählen konnte. Ich wette meinen Arsch dafür, dass die uns genommen hätten. Definitiv. Mhm. Jeder hätte die genommen. Jeder hätte Linda und Pierre genommen. Nelly und Mike verteilen die 5. von insgesamt... Alter, guck mal, wie gespannt das ist. Das ist super knapp hier gerade, ne? 6 Stimmen. Wie immer ist es kacke, irgendwie hier unten stehen zu müssen und irgendwie auswählen zu müssen. Das tut einem irgendwie so ein bisschen im Herzen weh. Es wird richtig spannend hier gerade. Wir haben uns entsprechend der Ergebnisse in den Challenges dafür entschieden, Babu und Kilian zu wählen. Oh, was? Aber Kilian darf nicht raus, Bro. Der muss mit Dre halt noch... Konkurrenz hier sein. Die müssen auch noch daten. Das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Nein! Somit bestimmen Babu und Kilian ihre Gegner fürs Exit-Quiz. Oh mein Gott, es geht wieder ins Exit-Quiz. Ich kann nicht mehr. Jetzt fängt es natürlich langsam an, dass man noch nicht mehr zur Partie gehen kann. Aber ich dachte, mir wäre connected hier am wenigsten. Und dann haben wir uns auch für... Oh, das ist nicht Salvatore. Nelly und Mike entschieden.
Oh nein, Nelly und Mike. Hä, hey, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die werden dann die jetzt gerade. Das war's. Willst du was sagen, oder? Nee, ich wollte nichts mehr sagen. Oh nein. Okay. Nelly, so lautet deine erste Frage. Wie lautet das Ergebnis? 3 plus 3 mal 3. Okay, das sind 9 plus 6. 9 plus 6, 15, oder? Wie lautet das Ergebnis? 3 Digga, plus... das ist aber wirklich als Frage, ist das schon sehr unverschämt, weil das eigentlich todeseinfach ist und man das nicht von einem Nerd lernen wird, sondern in der Schule beigebracht bekommt, Digga. Hä? Das ist voll kacke, das kann man... Digga, es ist halt wirklich... Das ist, das lernt... Okay, das lernt man nicht in der ersten, aber das lernt man doch in der dritten Klasse spätestens. Klar. Das ist halt todeseinfach, das ist quatschig. Das ist quatschig. Ja, aber sie ist schlecht in Mathe. Oh, super. Scheiße. Okay, warte. Punkt vor Strich. 3 mal 3. Nein, du scheiterst gerade nicht an 3 mal 3. 9. 12. 15. Finish. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Aber sowas hätte ich halt gar nicht erwartet. Ich auch nicht, viel zu einfach. 15? Ja, 15 ist meine Antwort. Ich bin so scheiße. Nein, ich glaube, ich hätte es auch gesagt. Digga. Ja. Okay, das. Ah, Nelly, nevermind. Das war für Nelly die Frage. Oh. Wie lautet das Ergebnis? Ah, wieder Mathe. 1, 6, 11. 5 durch 5 plus 5 plus 5. 11. Stark, stark! Clap in den Chat, unsere Mathe-Monster. Geil. Man muss das eine Clap eigentlich in die andere Richtung. Ah, Clap 2, krass. Hyaluronsäure, wie viele Silben? Der, oh. 5? Ja, hallo, wohl, soll. Das schaffst du, Mann, du hast Abitur. Ja, es ist. 5? Hat sie 5 gesagt? Ja. Nein. Wäre aber auch mein First Guest gewesen. Das hätte ich auch nicht gewusst. Hat nichts gebracht. Aber oh, es war. Es ist, kann, eigentlich ist es einfach, aber es ist doch nicht so einfach. Da dachte ich mir, easy, macht sie. Das Ding ist, so, ich war mir nicht so sicher. So habe ich sie komplett falsch eingeschätzt. Was wird in der Schule? Was wird in der Schule auch Wempfall genannt? Das hatte ich nie in der Schule. Ehrlich, hatte ich nicht. Das Dativ? Ah, das ist der. Oh mein Gott, das Wempfall. Oh mein Gott, Wem. Ich hab. Oh mein Gott. Ich hab. Ach, Digga. Oh mein Gott. Ach, scheiße. Scheiß auf mich. Scheiß auf mich. Ja, ich hab's gerade falsch gelesen. Ja. Scheiße. Digga, lass mich in Ruhe. Ich, du, RCS, wir, geh niemals tief ins Wasser, weil es da tief ist. Macher. Ich weiß es nicht. Da tief, wahrscheinlich voll dumm, aber ich weiß es. Ich weiß auch nicht. Sorry, Mama. Sie hat aber da tief gerade gesagt. Stark. Sie ist selber überrascht. Wie das ist krass. Heißen Mikes jüngere Brüder? Jetzt kommt eine persönliche Frage, die wir nicht wissen können, eigentlich. Jüngere Brüder auch noch. Boah. Ach nee, ich weiß ja... Das Ding ist, ich weiß nicht, welche jünger sind. Ich weiß nur, dass er welche hat. Scheiße. Ist gut, ne? Kevin. Brüder ist ja schon mehr, ist ja auf jeden Fall schon mal mehr als einer. Wie viel hast du? 3. Dann sage ich... Timon und Pumba. Ben, Luca, Justin und Lennart. Sind aber jetzt 3. Wie viele hatten wir? Ja, 3. Aber ich weiß nicht, ja. Aber die 3, sage ich. Das zählt als Punkte. Ah, sie hat alle genannt. Ach, ist krass. Das war stark. Ja, ich hab dir zugehört. Babu. Wie lautet Kilians Spitzname, den ihm seine kleine Schwester verliehen hat? Boah, das kann auch keiner von uns wissen halt, ne? Wie lautet Kilians Spitzname, den ihm seine Dito. Kleine Schwester verliehen hat? Sorry. Dito.
Krass. Hey, lass mich erstmal aus. Hey, krass. Sehr stark, gell? Keine Ahnung, drei, guck ich dir, auf die du kommst. Die Nerds sind dran. 3-2, das kam krass. Ich hab mal wieder super krass vorgelegt. Ich weiß nicht, wo eine Statik kam. Kam. Das war stark. Ich fand's einfach mega cool und ich hätte keine bessere Beauty wählen können. Moin. Niemals. Sollte am Ende ein Unentschieden stehen, entscheidet eine Schätzfrage. Wofür steht in den sozialen Netzwerken die Abkürzung GRWM? Wofür steht in den sozialen Netzwerken die Abkürzung? Ich weiß es gar nicht. Get ready with me. Ach, scheiße, wirklich. Bin froh, dass ich einen aktiven und smarten Chat habe hier. Scheiße, seid ihr smart? Ehrlich gesagt, so ich hätte es nicht gewusst. Gar nichts. Da haben wir so gar nicht drüber gesprochen. Das ist krass, dass ihr alles wisst hier. Get ready. Maxi, was ist los? Hallo, lass mich in Ruhe. Ich bin alt. Tja. Scheiße. Man muss ja nicht alles wissen, ne? Die Glorious Riesen-Weltmeisterschaft, also keine Ahnung. Gar kein. Glorious Riesen-Weltmeisterschaft. Finde ich auch richtig kreativ. Get ready with me. Okay, nee. Hab ich noch nie so benutzt. Kilian, so lautet deine erste Frage. Okay. Wofür steht in den sozialen Netzwerken die Abkürzung? Oh, das wusste ich mal. Oh mein Gott, es ist zu früh. Es ist zu früh. Ich gucke in den Chat, wer schreibt es am schnellsten? Outfit of the Day, natürlich wusste ich. Hä? Das hab ich doch gesagt. Nein, du hast Today gesagt. Ich hab Today gesagt. Da bin ich mir sicher. Oh oh. Outfit of Today. Mike, welche Art von Extensions trägt Nelly? Nelly hat Wimpern-Extensions und Haar-Extensions. Ja, welche Art, Schatz? Ich glaube, Striped-Extensions hat sie. Striped-Extensions, Bondings, ach. Oh, oder, ja, keine Ahnung, sei ehrlich. Mann! Mit welcher? Welche Technik hat Babu ihre Augenbrauen gestaltet? Technik hat Babu ihre Augenbrauen gestaltet. Concealer, keine Ahnung. Ja, Augenbrauen. Bruder, ich hab keine Ahnung, Mann. Er weiß es nicht, so wird er das sagen. Keine Ahnung. Eyeliner? Das ist hier oben. Da hat's da permanent Make-up drauf. Ja? Permanent Make-up, das ist crazy. Das war's. Wow. Wow. Oh Gott, oh Gott. Nelly und Mike sind raus. Clap in den Chat. Kilian ist noch drin und kann auch weiter flirten. Um 7. Nein. Ja, sie war hier halt so meine Bezugsperson und meine Bestie und ich hab sie halt so lieb und ja, jetzt muss sie halt gehen. Ich bin jetzt halt hier alleine. Ich muss kurz. Hat sie gerade gesagt, ich muss kurz? Nein, ich muss kurz. Oh. Boah, das wird so ein krankes Kopf an Kopf werden. Das große Umstyling. Nächstes Mal kommt das Umstyling. Yo! Mit Fashion-Experte Thomas Rath. Yo, das kommt nächstes Mal. Geil. Jeder Mensch ist schön. Wir werden sie nur mehr in Szene setzen. Ich will unbedingt in dieses Umstyling. Geil, okay, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge, falls ihr die sehen wollt, Leute. Dann vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie lange ihr so im Durchschnitt auf dem Klo seid. Okay, das war's, bis dann, ciao.